Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind bei den Grunen. Natürlich nicht ganz richtig, wo ich eigentlich hin wollte, aber wir finden unseren Weg Richtung Goronia. Hoffentlich ist demnächst unser Pferd da hinten. Oh. So. Zum Steakstein. Super Name. Hi. Bist du allein unterwegs? Ich würde Hylianna nicht empfehlen, allein zu reisen. Das ist komisch, dass ich das als Gorone sage, aber es wäre besser, wenn du jetzt nicht nach Goronia gehst. Der immer so sanftmütige Bardas vom Restaurant soll angefangen haben, Hylianna das Leben schwer zu machen. Okay. Zudem liegen alle Goronen bei der Junubau auf der faulen Haut und essen seltsame Steine. Als ich all diese schrecklichen Dinge über mein Volk gehört habe, habe ich mich sofort auf den Weg gemacht. Ich konnte nicht glauben, dass sie wahr sind, aber sie sind es leider. Tja. So. Achso, mit der hatten wir schon mal geredet. Heiße Quellen. Ich liebe heiße Quellen. Müssen wir eigentlich uns heilen, ne? Aber wir sind ja schon voll. Pferdchen? Blacky? Ach, da vorne. So. Da lang. So, in die Höhlen darf ich noch nicht rein. Deswegen erstmal nach Goronia. Das ist auch nur die Steine. Okay. Ich weiß, wir peitschen dich hier gerade durch, aber was soll's. Hi, wer bist du? Hm? Hallo, ihr Löschechsen. Komm raus zum Spielen. Hm? Oh. Verzeihung, ich war ganz auf die Löschechsen konzentriert. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin allerdings gerade etwas beschäftigt. Oh. Ja, Löschechsen sind nämlich eine Zutat für Brandschutzmedizin, musst du wissen. Feuerfeste Schutzkleidung ist so teuer, dass ich sie mir nicht leisten kann, aber Löschechsen gibt's umsonst. Ja. Den Rest muss ich in dieser Höhle befinden, deshalb wollte ich mich da eigentlich mal umsehen. Aber in der Höhle ist es so brennheiß, dass ein Hylianna es dort ohne Schutzkleidung nicht lange aushält. Oh. Hör mal, tu mir einen Gefallen, ja? Wenn du auch hinter Löschechsen her bist, fang sie doch bitte irgendwo anders. Und einen Tipp gibt's gratis. Die kleinen Biester sind nicht ohne, besonders deine Schritte hören sie sofort. Das ist mir klar. Ein Rumi? Ach, diese Rumis haben sie auch immer vermehrt. So. Noch irgend so ein. Ah, egal. So. Warte, Hü, wo bist du? Hü? Achso. So. Ich hoffe, ich verbrenne nicht, wenn ich da hochgehe. So, du brauchst schon wieder eine Stütze. Das hier mal so und das hier mal so. So, das kann nicht umfallen. Du bist dank für deine Hilfe kürzlich. Neulich, wie auch immer. So, dann. Was ist los? Wir schaffen das schon. Super gerade. Ah.
Mit deiner Hilfe konnte ich das Schild am Boden verankern. Ja, gern geschehen. So, 20 Rubies. Nehmen wir. So, dann. Ausdauer Fischreißbällchen. Okay. Ja, eigentlich bin ich dir zu noch größer verpflichtet. Persönliche Sammlung? Übernachtungsgutschein. Ah. So. Jetzt krieg ich Gutscheine und will sie nicht benutzen. Weil wird besser. Also weil ich lieber Geld ausgebe, um diese Punkte zu sammeln. Ah. Naja. Hier bist du falsch. Muss leider umdrehen. So, hier lang. Ja, Stoff von Ödin. Aber es fährt. So, und ihr futtert alle. Boah, ihr habt viel gemacht hier. Jetzt kann ich keine Sachen kaufen, weil ihr auch futtert, oder? Hi. Volkan. Uff. Auf wegen dieser Schlemmsteine da ist hier alles ganz verqualmt. Wenn ich selbst welche essen könnte, wäre es ja eine andere Sache. Aber für einen Goron in meinem Alter sind sie zu hart. Gasthaus. Ah, ein Gast, der kein Goron ist. Wie ungewöhnlich. Ich muss sagen, gegen Schlemmsteine habe ich ja nicht. Habe ich ja gar nichts. Wenn den Jungspunden so viel daran liegt. Aber mittlerweile betrügen sie schon Reisende um ihre Rubine dafür. Und niemand macht mehr seine Arbeit. Mit dem Frieden in Goronia ist es aus. Oh. Wir in Goron können keine Schlemmsteine essen. Uns bleibt nur zuzusehen, wie alles den Bach runtergeht. So, das musste mal gesagt werden. Also, du möchtest übernachten? Oder nein. Dann kommen wir jetzt mit einer Goron-Massage. Was macht eine Goron-Massage? Ist das deine erste Goron-Massage? Dabei liegst du auf einem harten Felsen. Und wir drücken und drehen und strecken dich ein bisschen. Keine Angst, das tut nicht weh. Einfach entspannen. Wenn du wieder aufwachst, fühlst du dich wie neugeboren. Eine Nacht im normalen Bett? Okay, nein. Wir brauchen nichts. Nein, was habe ich getan? Jetzt auf A gedrückt. So. Brauchen einen Laden. Habt ihr einen Laden hier? Natürlich, du frisst auch nur. Kann ich das trotzdem kaufen? 700, uff. 1200, boah. 1400, wir sind arm. Okay, wir kaufen das hier. Sag mal, arbeitest du vielleicht in den Höhlen? Als der Todesberg noch ständig ausgebrochen ist, war hier alles mit Lava bedeckt. Unsere Anti-Feuer-Rüstung war der Renner. Heutzutage interessieren sich nur noch Sammler dafür. Oder Helianer, die in den Höhlen für die Juno-Bau arbeiten. Deswegen biete ich sie auch zu einem so günstigen Preis an. Günstig, ja. Nimm das günstig. Das ist Dank. So, wir sind pleite. Du bist schuld. Aber wenigstens hast du uns das verkauft. So, dann ausrüsten. Okay, du bist dumm aus. Aber egal, den Rest können wir uns nicht leisten. So, weiter. Jetzt auch noch Torwächter Krant. Und das, obwohl ich alle eindringlich vor diesen Schlemmsteinen gewarnt habe. Also der Grund, warum alle sich so merkwürdig benehmen. Das liegt an den Schlemmsteinen, die Juno-Boss fördert, oder? Was ist denn da so, hä? Schlemmsteinplatte hier, oder was? Wie ihm passiert. Junobo. Chef der Junobau. Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein?
Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Ja, was ist mit dir passiert? Ach, na sieh an, wer auch wieder da ist. Unser Link, du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Ist das Wrestler geworden? Mit Muschmaske. Yunobo, was denn das für ein Benehmen? Und auch noch einen Gast gegenüber. Ja. Chef, ich meine, Bluto, du hast auch nicht kapiert, wann du mal die Klappe halten sollst, hä? Tukatschin, auf wen? Was? Bot? Ganz Coronia. Auf Yunobau. Hey. Aufrag. Und wer ist der Boss von Yunobau? No. Yunoboss. Ja. Kapierst du es jetzt, Bluto? Du hast hier nichts mehr zu sagen. Hm. Ah, wenn du glaubst, ich werde mir dein Gefasel anhören und nichts dazu sagen, dann hast du dich geschnitten. Hm? Was denn, Link? Was hast du hier in Goronia verloren, hä? Ach ja, du suchst also Prinzessin Zelda, hm? Und gehst uns auf die Nerven, weil hier vielleicht was Seltsames passiert ist? Mm. Prinzessin Zelda, ich habe gehört, dass sie verschwunden ist. Aber wie kommt es, dass du sie noch nicht gefunden hast? Wir sind halt langsam. Diese hübschen blonden Federn erkennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn? Haben Juliana nicht Haare? Genau, und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Yunoboss über Schlemmsteine verhandelt. Ja. Hey, ihr beiden, ihr habt nichts zu reden über Sachen, die euch nichts angehen. Also hör zu, in Goronia läuft's prima. Bei uns passiert nichts Seltsames. Und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren, also verzieh dich. Ja. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlemmsteine kümmern. Eine Dame lässt immer nicht warten. Also hier geblieben, Yunobo. Wenn du uns noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann... Oh, der arme Rücken. Oh, mein Rücken. Ja. Als alter Knacker kümmert man sich eben besser einfach um seinen Rücken, als ungebetene Ratschläge zu geben. Los, Tukatschin. Aufrag. Zurück zur Yunobau-Zentrale. Yunobo aus Goronia. Yunobo, wurde der Charakterübersicht hinzugefügt? Können das ja einfach mal... Ach du Schande. Okay, wir können noch ein bisschen mehr lesen. Yunobo, ein junger Gorone, der einst zusammen mit Link Goronia rettete. Nun, da der Todesberg inaktiv ist, möchte Yunobo in zuvor unzugänglichen Gebieten Erz schiffen. Zu diesem Zweck gründete er das Unternehmen Yunobo, mit dem Ziel, den Goronen durch Bergbau zu noch mehr Wohlstand zu verhelfen. Yunobo zeichnete sich früher durch sein liebenswürdiges und mitfühlendes Wesen aus, doch nun scheint er wie verwandelt. Ja, definitiv. Er sieht komisch aus. Tauro, Leiter der Sonor-Forschungsgruppe. Gilt unter allen Sonor-Forschern als wohl brillantester Kopf. Bei großen Entdeckungen gerät er schnell aus dem Häuschen und drückt sich dann gern etwas salopp aus. Tauro verbraucht Er verbrachte lange Zeit damit, allein durch die Welt zu reisen und Ruinen zu erforschen. Da er ein ausgewiesener Experte für die Sonor-Schrift ist, ernannte ihn Prinzessin Zelda zum Leiter einer Forschungsgruppe. Maronos, Musikant im Wald der Krux. Ein Waldgeist, der den Tanz liebt und sich nur wenigen Personen zeigt. Er kann während des Tanzens seine mit Kruxsamen gefüllten Rasseln einsetzen, um links... Taschenkapazität zu vergrößern. Doch leider geraten ihm einige der Krugsamen immer wieder abhanden. So, die hatten wir schon. Theba, ein neuer Häuptling der Orni. Ein Krieger der Orni, der einst gemeinsam mit Link das Dorf der Orni rettete, trat die Nachfolge von Kaneli an und gilt als neuer Häuptling der Orni sein Bestes. Ach, gibt, nicht gilt. Um sein Dorf ein guter Anführer zu sein. Nachdem sein Sohn Tulin zusammen mit Link den Schneesturm beendet hatte, erkannte er ihn als Krieger an und schenkte ihm seinen Bogen. Tulin, Weiser des Windes.
kämpft an der Seite von Link, um das Dorf der Oni zu retten. Ja, so viel hat er jetzt nicht gemacht, aber egal. Er einst noch ein Küken, als Link zuletzt das Dorf besuchte. Er war Tulin schon seit jeher Feuer und Flamme für jene Momente, in denen Link und sein Vater ihre Künste zur Schau stellten. Bei der Bekämpfung des Schneesturms konnte er sich beweisen und nun, da er einen Mysterienstein empfangen hat und Weiser des Windes ist, kann man ihn mit Fug und Recht einen wahrhaftigen Ornikrieger nennen. Ah ja, Dorfvorsteherin von Kakariko, Enkelin von Impa, dem vorigen Oberhaupt des Stamms der Shika. Nach ihrem Aufstieg zur Dorfvorsteherin nimmt Paya ihr Amt ebenso ernst, wie es ihre Großmutter tat, hat ihre scheue Persönlichkeit jedoch nie abgelegt. Paya hörte oft von Impa über Links Schicksal als Streiter gegen die Verheerung und all seine damit verbundenen Heldentaten. Ob es daran liegt, dass sie offenkundig so viel für ihn empfindet? Wir müssen mal wieder nackt da zu ihr laufen. Mal gucken, ob sie immer noch dann so komisch reagiert. Impa, ältester Shika. Ehemals Oberhaupt der Shika, das über Generationen der Königsfamilie von Hyrule diente, bis dieses unterging. Danach half sie Link bei seinem Kampf gegen die Verheerung. Unlängst übergab sie ihr Amt an ihre Enkelin Paya, obwohl sie selbst mit deutlich über 100 Jahren vor Kraft und Esprit nur so strotzt. Aus Sorge um die verschollene Prinzessin hat sie sich auf Reisen begeben, um in den Geoglyphen Hinweise zu finden. Mann. So, Joshua hatten wir schon, dich hatten wir schon. Okay, dann haben wir alle. So, jetzt muss ich aber noch rausfinden. Moment. Karte? Ah, okay. Jetzt wird mir das hier oben angezeigt. Ja, gehen wir weiter. Jetzt können wir uns irgendwas leisten. Was mit Yunobo? Schon wieder nicht in Ordnung. Früher war nervig, heute ist er immer noch nervig. So. Auch gut, dass wir wärmende Kleidung tragen. Zum Teil zumindest. So, was ist das hier? Blutkraut. Eine Heilpflanze aus warmen Gebieten, etwa der Gerudo-Region. Als Kochzutat verleiht sie kurzzeitig Kälteresistenz. Habe ich jetzt schon verlaufen, oder? Immer noch. Kannst du nicht kurz stehen bleiben? Nein, 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 bleib stehen. Einfach hier stehen, ruhig aus. Danke. So, nur weil ich diesen halben Schritt nicht schaffen wollte. Glaube ich ja nicht. So, wo ist der richtige Weg? Was ist der richtige Weg? Okay, ja. So, da hinten sollen wir hin. Oh, man sieht sein Hauptquartier. Nichts zu übersehen, würde ich sagen. Bunobau Zentrale. Schlacht von Elden. Richtig bei euch? Ja, hier seht ihr. Ich möchte aber noch kurz da reingehen. Hi. Oh, und du bist? Bist du ein neuer Teilzeitarbeiter? Klar. Ah, wir sind unterbesetzt, also ist das eine große Hilfe. Die Jungoronen sind besessen von Schlemmstein und haben die Arbeit vollständig eingestellt. Ich frage mich, ob die Anweisungen direkt von Yunobos kommen. Falls du Yunobos suchst, der müsste sich im Yunobau-Depot vor dem Hauptbüro um das Schlemmstein-Geschäft kümmern. Yunobos. Yunobos ist der Gründer der Yunobau. Er hat für die Entwicklung von Goronia ein Bergbauunternehmen gegründet und sich eine goldene Nase verdient. Das Unternehmen hat sich als Yunobau so einen Ruf in der Welt erarbeitet, dass sogar Hyjana zu arbeiten kommen. Er hat ganz alleine Update-Daten.
Okay. Später. Er ganz alleine damit angefangen und den Stein ins Rollen gebracht, sagt man. In letzter Zeit verhält er sich allerdings etwas seltsam. Etwa seitdem man. Etwa seitdem zum ersten Mal Schlemmsteine aufgetaucht sind. Aha. Aber egal, es ist Juniboss zu verdanken, dass sich Goronia so sehr entwickelt hat. Er ist eine großartige Persönlichkeit. Schlemmsteine. Schlemmsteine, ja. Das ist der Hit unter den Speisefelsen unseres Unternehmens. Besonders bei jungen Goronen extrem beliebt. Schlemmsteine können aber nur in besonders harten Felsschichten gefunden werden. Juniboss ist der Einzige, der sie abbauen kann. Wir kriegen also nicht genug davon, um uns alle zu versorgen. Okay, hier, ich muss verkaufen. Was haben wir denn so? Okay, ich kann Essen verkaufen, was wir gekocht haben. Kann ich was kochen, was mehr wert wird? Ich meine, ich brauche diesen Kram hier nicht mehr, ne? Ich meine, ja, für die Heilung ist es noch ganz gut, aber. Nee, der hat einen Doppeleffekt: Angriff und Kälte. Aber wir haben ja eigentlich schon was gegen Kälte. Wir Ponys machen mit. Nee, ich werde es trotzdem behalten. So, kann ich denn noch irgendwas anderes? En masse verkaufen. Hier Leuchtpilze. Wollte doch eh nicht. Erstmal 30. So. Können wir Frostlinge noch verkaufen? Machen wir auch 30 draus. So, 35. Ja, komm, machen wir nochmal 5 draus. 30 draus, so. Ja. So, noch irgendwas. Dieses Hyrule-Reis habe ich noch nirgendwo gefunden, ne? Oh, ich bin blind, kann ja auch sein. So, 6, 11, 2, 15, 26, Bernstein. Versteinertes Baumharz. Davon könnt ihr nur 6 verkaufen. Immerhin, 60. Das kann man machen. So, was ist das? Leuchtsteine? Ja, gut. Davon möchte ich. Ach doch, eigentlich brauchen wir. Na komm, machen wir 20 draus noch. Bisschen Geld kann ich brauchen. So, hiervon kann ich theoretisch auch noch was verkaufen. Dann könnte ich auch noch verbrauchen für meine Waffen. Ich muss so viel verbrauchen noch für irgendwas. Die Dinger muss ich auch immer noch eintauschen, ne? Die größte Batterie, ich weiß halt immer noch nicht genau wo. So. Okay, der hat sie jetzt hier auch verkauft. Für 700. So, dann reden wir mal mit den beiden Kleinen hier. Ah, der Jana von eben. Der kennt Juniboss. Juniboss verhandelt jetzt gerade mit der blonden Lilianerin über Schlemmsteine. Niemand darf rein. Aber ich mag diese Lilianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld, dass alle in der Stadt sich so komisch benehmen. Ganz genau. Und die komische Maske, die Juniboss jetzt trägt, hat er auch von der Lilianerin. Aha. Juniboss war immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sich auch das geändert. Du sag mal. Du bist doch ein Freund von Juniboss, oder? Junobau wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern, aber jetzt geht es allen nur schlechter. Ich will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du dann Juniboss, keine Schlemmsteine mehr zu bauen? Versuchen's. Takachin, hast du das gehört? Ja, dann wird Juniboss wieder nett, so wie früher, vorher. Dann mal rein mit dir. Hört nicht auf, Juniboss. Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Juniboss wirst.
Ja, meinte ich. Jetzt ist er wütend. Sonst hast du ein Zelda hat recht. Ja. Stemmsteine machen alle grund glücklich. Was? Ich bin im Bosskampf? Wie jetzt? Wer ist da? Warum ist das Ding jetzt explodiert? Wie eine Hitze, oder? Ich brauch 6 Herzen. So, wow. Okay, dann brauche ich was Kaltes. Wasser vielleicht. Wieder Wasser. Ah, toll. Oh, das Wasser hat geholfen. Nein! Oh, was drück ich denn da? So. Hilft nur, wenn er genebelt ist. Kann das sein? Jetzt. Nein. So, noch einmal, dann haben wir ihn. Das ist ein einfacher Kampf. Wenn ich die ganze Zeit mich verklicken würde. Wow. Das war knapp. Ich weiß nicht, ob ich wirklich das Wasser brauchte, aber ich habe es einfach gemacht. Geht das einfach in den Kampf? Glaube ich ja nicht. Was war denn mit mir los? Auftrag. Was passiert? Ich hatte die Maske auf Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann. Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Ach ja, wo ist Prinzessin Zelda? Da, Prinzessin Zelda. Toll, sind wir eingesperrt. Da kannst du doch da durchgraben eigentlich, oder? Da eigentlich nicht so das Problem sein für ihn. Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Moment, was ist das denn? Ich habe da doch was gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Hylianerin mit den blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Ich muss sie unbedingt fragen, was es mit der komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Schemsteinen vielleicht auch. Jedenfalls, los. Nicht, nichts wie raus hier und hier nach. Diese roten Felsen kriegt man nur mit meinem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase. Link, hilf mir und zeig du mir, wo genau ich hinkugeln soll. Du zielst, ich donnere los. Yunobos macht über das Feuer. Sobald Yunobo seine Aura entfaltet, kannst du ihn als rollenden Flammenball in eine beliebige Richtung losstürmen lassen. Okay. Aber, das machen wir beim nächsten Mal. Wir wenden. Hier ist einfach kochend heiß, ist hier drin. Glück haben wir diese Rüstung. Ja, wir machen jetzt mal Schluss für heute und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.